Ich grüße euch total und recht herzlich. Ich hatte gerade Besuch von Dr. Det. Ich bin dein Zahnarzt. Eurem Zahnarzt, unserem Zahnarzt. Bei YouTube kann man und bei Google einfach eingeben Dr. Det. Eine Mission, eine Zahnmission. Nicht nur Angst wegnehmen, keine Angst vorm Zahnarzt zu haben. Nein, auch mal über den Zahn selbst nachdenken. Det Bond, License to... Keiner denkt wirklich über seinen Zahn nach, solange der Zahn nicht wehtut. Ist doch so, oder? Ich gehe auch nicht jeden Tag zum Zahnarzt, wenn meine Zähne mir nicht wehtun. Wir haben darüber gesprochen, was haltet ihr von Zahnhygiene? Es gibt Zahnhygiene, gibt es, richtig. Aber es gibt auch Zahnhygiene, wo der ganze Körper mit entgiftet wird. Tja, und da sind wir beim Thema bei Dr. Det. Dr. Det, euer Zahnarzt in seiner Mission. Ich möchte einfach mal euch auf die Seite bringen bei YouTube und googelt einfach mal Dr. Det. So, Dr. Det war ja auch hier, About Me, wir haben über Zähne gesprochen, das wisst ihr ja noch. Ihr seid ja auf meiner Seite, YouTube, regelrecht Ulprom TV oder Sondersender NRW TV oder halt hier bei Facebook. Ihr könnt auch Dr. Det bei Facebook kontaktieren. Die Mission, keine Angst vor dem Zahnarzt zu haben, ist natürlich eine Mission, die viele Zahnärzte ja also auch schon bei YouTube gebracht haben und euch auch näher gebracht haben. Aber hier, ich bin und ich bleibe bei Dr. Det, der, wie gesagt, wir alle hier bei Sonnenklar TV und woanders uns schon getroffen haben und heute mal über die sogenannte Zahnhygiene philosophiert haben. Wir haben über Zahnhygiene philosophiert, die also eine Art Nachhaltigkeit hat, weil die nicht nur die Bakterien wegnehmen, sondern auch den Körper auch entschlackt. Und darauf will ich jetzt einfach mal verweisen. Und wenn ihr Näheres wissen möchtet, fragt einfach mal Dr. Det. Er hat nicht nur dieses Preisausschreiben gewonnen, über 600 philosophische Eingaben in Texturen genannt, kleine Geschichten. Ja, klinische Plaudereien und heute aus meinem Gedichtband. Ja, es gibt natürlich auch ein E-Book, wo man mal nachlesen kann. Ich habe so viel Schiss vom Zahnarzt, ich brauche einen guten Zahnarzt. Wie erkenne ich einen guten Zahnarzt, dass ich dort also mein Produkt, mein eigenes Produkt, meine eigenen Zähne, meine bösen Bakterien loswerde und dann auch noch nachhaltig. Da bin ich jetzt drauf gekommen, weil wir gerade ziemlich stark philosophiert haben, weil wir halt unsere Zähne erhalten wollen und wir unsere Zähne ja auch erhalten und dazu auch bereit sind, irgendwas zu machen, nicht nur Bücher lesen, sondern hinterfragen, nicht nur hinterfragen, Bücher lesen, sondern halt auch etwas machen oder etwas aufgreifen, was dem ganzen Körper gut tut. Und das finde ich nicht schlecht, ist eine tolle Sache, ist eine tolle Mission, eine wirklich tolle Mission über Zahnhygiene, Zahnspülungen, das Ganze mal drüber zu sinnen und es sich vielleicht selbst für sich zu Hause zu haben, nicht irgendein wildes Produkt zu kaufen in irgendeiner Drogerie oder bei irgendeinem Apotheker. Nein, wirklich sagen, stopp, das sind meine Zähne, das ist meine Gesundheit und das sind meine Bakterien. Und die Bakterien will ich nicht mehr, ich möchte meine Zähne erhalten und es soll noch was sein. Und meinen ganzen Körper möchte ich auch auf diese Art und Weise gesunden. Und durch diese Gesundung kommt das Ganze. Und das habe ich euch heute mal versucht zu erklären. Geht mal bitte auf die Seite Dr. Det, diese Zahnmission. Also ich kann es nur empfehlen, es macht tierisch viel Spaß, über seine eigenen Zähne mal nachzudenken. Nicht immer, aber öfters, weil die halten zwar sehr lange, die Zähne. Ja, die ist halt so, bei manchen mehr, bei manchen weniger, aber viele brauchen halt, wie gesagt, so einen kleinen Anstupser. Du, es wird Zeit, dass du mal an dich denkst und an deine Zähne, nicht nur die Stars und Sternchen, die wunderbare Zähne haben, wenn sie lächeln, das schöne Schneeweiße. Nein, nein, auch du. Auch du, ganz normal, sollst an deine Zähne denken und deine Zähne erhalten und deine Bakterien
weg, weg, weg. Wisst ihr Bescheid. Also ich empfehle Dr. Dett, geht mal auf die Seite und wir können dann irgendwann mal darüber philosophieren. Dein Arzt, dein Zahnarzt, wie gesagt, sie, beziehungsweise du selbst, siehst deinen Zahnarzt dann komplett anders. Weil du dann an deine eigenen Zähne denkst und nicht an den Zahnarzt. Und Angst brauchst du auch nicht haben, die Angst kann man dir nehmen vor den Zähnen, deinen eigenen. Also, ab auf die Seite von Dr. Dett. Menschen der Generation 60 plus sind in den besten Jahren. Manche stehen noch voll im Berufsleben, andere genießen bereits ihren Ruhestand. Wieder andere sehen sich großen Umstellungen rund um das Älterwerden gegenüber. Aber alle eint die Frage, was kann ich tun für ein gutes Leben im Alter? Geben Sie die Antworten und erobern Sie die Generation 60 plus. Sie ist offen für neue Entwicklungen, plant strategisch und entscheidet qualitätsbewusst. Nutzen Sie dieses Potenzial und werden Sie Aussteller auf unserer Messe Ü60 für ein gutes Leben im Alter.